Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, mich freut es, dass wir heute zum zweiten Mal hier im Landtag in dieser Woche die Gelegenheit haben, über das Thema Bildung zu sprechen. Denn diese Aktuelle ist bitter notwendig, wie die gestrige Debatte gezeigt hat. Und wir wollen mit unserem Thema heute noch einmal ein kritisches Licht auf das Handeln der Regierung der letzten Monate werfen und Vorschläge für ein weiteres Vorgehen skizzieren. Denn die völlig absurden Fehlentscheidungen der Koalition im Kita-, Schul- und Bildungsbereich haben die Zukunftschancen unserer Kinder nachhaltig beeinflusst, meine Damen und Herren. Brandenburg steht nach 4 Monaten rot-schwarz-grüner Pannenpech- und Pleitenpolitik vor einem Bildungsnotstand. Ist das so? Diese Frage haben wir mit unserer Aktuellen Stunde aufgeworfen. Und welche Auswirkungen hat die Corona-Krise auf die Bildungs- und Zukunftschancen unserer Kinder und Jugendlichen? All diese Fragen hätten Sie bereits gestern in Ihrer abgekupferten Aktuellen Stunde beantworten können, werte Genossen von den Grünen, der SPD und der CDU. Sie hätten Auswege aufzeigen und Konzepte vorlegen können, wie der sich abzeichnende Bildungsnotstand abgewendet werden könnte. Diese Chance haben Sie mal wieder nicht genutzt. Sie haben sich die Scheuklappen aufgesetzt und wollten die Aktuelle Stunde als Pflichtübung so schnell wie möglich hinter sich bringen. Das Einzige, an dem Sie sich abgearbeitet haben, war Ihre Erkenntnis, dass nach 30 Jahren SPD-Regierungen in Brandenburg eine bildungspolitische Digitalwüste entstanden ist. Ansonsten keine Antworten, keine Reaktion auf berechtigte Kritik. Mitunter hatte man bei den Rednern der Koalition den Eindruck, die Heiligsprechung der Bildungsministerin stünde unmittelbar bevor. Jedenfalls sagte sie gestern wörtlich: "Mich beeindruckt, mit welcher Kraft und mit welcher Klugheit wir gehandelt haben." Das ist doch unfassbar, meine Damen und Herren. Da ziehen Sie eine Schneise der Verwüstung durch unser Bildungssystem in den letzten Monaten und antworten auf Kritik mit einer atemberaubenden Überheblichkeit, die mich auch als Pädagoge fassungslos zurücklässt. Und welche Bedeutung SPD und CDU dem Thema Bildung beimessen, war ja auch gestern gut zu erkennen. In Ihrer eigenen Aktuellen Stunde, werte Genossen, haben Sie auf Ihren letzten Redebeitrag verzichtet. Das spricht Bände. Und das auch noch in Ihrer eigenen Aktuellen Stunde. Aber Ihre Reaktion entsprach ja Ihrer bildungspolitischen Bilanz der letzten Monate, also bleiben Sie sich daraus ja auch konsequent. Und nach diesem Trauerspiel hat sich unsere Frage ja nun eigentlich schon fast erledigt. Ja, Brandenburg steht durch Ihr Totalversagen, meine Damen und Herren, vor einem realen Bildungsnotstand. Dieser ist selbst verschuldet und mal wieder das Resultat roter Verbildungspolitik. Meine Damen und Herren, bereits vor der Corona-Krise wussten wir durch den Kinder- und Jugendreport der DRK Gesundheit, dass deutschlandweit jedes vierte Kind psychisch auffällig ist. Wir wussten auch, dass Depressionen und Angststörungen schon bei jungen Schülern in alarmierender Weise verbreitet waren. Die Gründe hierfür sind vielfältig und sollen heute hier nicht im Einzelnen das Thema sein. Fest steht allerdings, durch Ihre Politik der letzten Monate wird sich diese Entwicklung wahrscheinlich verschärft haben. Die langfristigen Folgen Ihrer Shutdown-Politik können zwar gegenwärtig noch nicht gänzlich abgeschätzt werden. Zu den unmittelbaren Folgen auf das seelische Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen haben wir aber jetzt schon erste Erkenntnisse. So konnten laut einer Befragung des Deutschen Jugendinstituts von Anfang Mai 32% der Kinder mit der von ihnen geschaffenen Situation nicht umgehen. Weitere 27% haben unter Einsamkeits- und Ohnmachtsgefühlen gelitten. Mehr als 1/5 der Eltern berichtete zudem von massiven Spannungen innerhalb der Familie, häufigen Konflikten und chaotischen Zuständen daheim. Für einen beträchtlichen Teil der Kinder und Jugendlichen waren Stress, Streit und Angst um die Gesundheit der eigenen Familie die bestimmenden Gefühlslagen. Dafür ist auch die unverantwortliche Panikmache schuld, die Sie in den letzten Wochen hier noch geschürt haben. Eine zunehmende Zahl von Kinder- und Jugendärzten befürchtet zudem mittlerweile, dass die Beseitigung dieser seelischen Wunden Jahre dauern könnte. Und allein damit hätten wir schon genug zu tun. Hinzu kommen aber die unabsehbaren Konsequenzen Ihres sogenannten Krisenmanagements, das man als Pädagoge nur als einen bildungspolitischen Amoklauf bezeichnen kann, meine Damen und Herren. Das laufende Schuljahr ist dank Ihrer verfehlten Politik für viele Schüler ein verlorenes Jahr. In den vergangenen 3 Monaten hat praktisch keine Neuvermittlung von Wissen und Kompetenzerwerb stattgefunden. Auch soziales Lernen fand nicht statt. Wenn überhaupt, dann ist das dem fantastischen Einsatz der Eltern und Lehrer geschuldet und nicht Ihrer Politik. Allgemeinschätzungen zufolge sind in den letzten Monaten bis zu 200 bzw. 300 Stunden Unterricht ersatzlos ausgefallen. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Auffangen wollten Sie das mit sogenannten digitalem Fernunterricht.
Digitalunterricht in einem Land, das dank ihrer Politik 30 Jahre nach der Wende mehr Funklöcher besitzt als Albanien, mit Schülern, von denen nicht einmal alle digitale Endgeräte besitzen, bis heute übrigens immer noch nicht, Frau Ministerin, mit Lehrern, die teils noch nie in ihrem Arbeitsleben digital unterrichtet haben, mit Schulen, die zum Teil immer noch private E-Mail-Adressen als Schuladressen nutzen. Eine grandiose Idee, Chapeau, meine Damen und Herren, von der Koalition. Und wie man es auch dreht und wendet. Durch massive politische Fehlentscheidungen sind gigantische Wissenslücken und Könnenslücken bei den Schülern gerissen worden. Das wird nicht nur auf die Bildungs- und Berufsabschlüsse sich auswirken, sondern gefährdet ebenfalls die Chance unserer Schüler auf dem Arbeitsmarkt. Ich hoffe, das ist Ihnen allen bewusst. Und jetzt lautet die Frage: Welche Weichen müssen nun gestellt werden, um diese Lücken wieder zu schließen? Welche Antworten geben Sie Eltern, die sich um die Bildungs- und Zukunftschancen unserer Kinder sorgen? Allein die Beschwörungsformel auszugeben, zurück in die Normalität, wie Sie es ja gestern in der Aktuellen Stunde getan haben, wird dem nicht gerecht und ist billig und wird einfach dem Ernst der Lage nicht gerecht. Wir haben uns bei allen Ausschusssitzungen erkundigt, welche Konzepte die Ministerin für das nächste Schuljahr in petto hat. Nicht einmal Eckpunkte konnten in den meisten Sitzungen skizziert werden. Und wenn wir nachhaken, war die Antwort stets, ich zitiere: Ich bitte um Verständnis, wir prüfen gerade gemeinsam mit zahlreichen Experten die unterschiedlichen Möglichkeiten. Ich darf die Frau Ministerin darüber in Kenntnis setzen, dass unsere Bereitschaft, Verständnis aufzubringen für irgendwas, was sie tut oder unterlässt, mittlerweile gänzlich aufgebraucht ist. Uns interessiert auch nicht, wie oft sie sich mit wem im Bildungsministerium trifft. Uns interessieren Ergebnisse. Und die haben sie bis heute weder vorgestellt noch veröffentlicht. Ihre Ministerin hat uns ständig erklärt, sie müsste irgendwelche Konzepte prüfen. Dafür hatten Sie jetzt aber auch ein Vierteljahr lang Zeit. Was haben Sie denn in der gesamten Zeit jetzt gemacht? Wenn Sie also immer noch prüfen, dann ist die Frage wirklich: Wieso haben Sie in den letzten Monaten, ja, das habe ich gestern auch zum Teil gesagt, und ich kann Ihnen auch ganz, das kann ich auch jetzt sagen, Frau Dannenberg, diese Aktuelle Stunde wurde von uns fristgerecht eingereicht zum Thema Bildung. Die SPD hat diese im Nachgang kopiert und deswegen reden wir heute zweimal über Bildung. Und eigentlich sollten Sie sich als Lehrerin darüber freuen, dass dieses Thema zum zweiten Mal hier thematisiert wird, denn meines Wissens nach kam das noch nicht vor in einer Woche in der Plenarsitzung. Das kommt noch, keine Sorge, ich rede ja nicht über das, was ich gestern gesagt habe. Vielleicht hätten Sie gestern besser zuhören sollen. Die bildungspolitischen Instrumente, meine Damen und Herren, liegen doch seit Urzeiten auf der Hand. Erstes Beispiel: Samstagsunterricht. Wir hatten bereits am 7. April vorgeschlagen, zumindest befristet für das erste Halbjahr des kommenden Schuljahres und natürlich auch für die Monate jetzt, die zurückliegen, den Samstagsunterricht einzuführen. Vielleicht nicht jede Woche, aber zumindest im Zwei-Wochen-Rhythmus. Dabei reden wir nicht von einem 6-Stunden-Tag und einer Überarbeitung von Schülern, wie es von den Linken immer wieder gesagt wird, sondern wir reden dabei über 3 bis 4 Zusatzstunden in der Woche in den Kernfächern. Zu klären wäre dabei, ob alle Schüler daran teilzunehmen hätten oder ob das auf freiwilliger Basis geschieht. Das sollte man den Schulen überlassen. So hätten die Lerngruppen von Anfang an verkleinert werden können und man hätte alle Schüler vor allem gleichzeitig in die Schule wieder schicken können, was sie nicht getan haben. Eine 6-Tage-Woche wäre dadurch auch ausgeschlossen gewesen für die Schüler, meine Damen und Herren. Wie reagierte die Ministerin? Ich erkläre es Ihnen kurz, Herr Walter, weil Sie das Konzept ja nicht gelesen haben. Wenn Sie auch den Samstag... Reicht Ihnen? Dann lassen wir es. Okay. Wie reagierte die Ministerin? Ihre scharfsinnige Analyse ergab folgenden Satz: Ich bin kein Freund von Samstagsunterricht. Das könne man, erklärte sie, den Familien nicht zumuten. Eine bemerkenswerte Aussage aus dem Mund einer Ministerin, die monatelang Politik betrieben hat, die nur aus Unzumutbarkeiten bestand, meine Damen und Herren, und Familien an den Rand des Nervenzusammenbruchs gebracht hat. Und kurze Zeit später dann der Sinneswandel, der Samstagsunterricht werde als Möglichkeit geprüft. Da war das kleine Wörtchen prüfen wieder. Und schließlich hieß es vergangene Woche, die endgültige Entscheidung darüber würde im Herbst fallen. Im Herbst. Sehr eilig scheinen Sie es mal wieder nicht zu haben. Sie wollen Ihre Entscheidung auf Grundlage der Ergebnisse einer zentral organisierten Lernausgangslage treffen, haben Sie jetzt veröffentlicht, welche die Lehrer zu Beginn des Schuljahres jetzt durchführen sollen. Diese zentral organisierten Erhebungen sind ein bürokratisches Monster und fressen nur unnötig viel Zeit. Lehrer können ihre Schüler viel besser individuell benoten und bewerten. Sie sollten das bitte den Lehrern überlassen, dafür braucht es nicht das LISUM. Deshalb, entweder fällt die Entscheidung zeitnah über den Samstagsunterricht, damit das Schuljahr anständig geplant werden kann, oder Sie lassen es. Wir wollen wissen, wann kommt der Samstagunterricht, wenn ja, für wen und ab wann. Zweites Beispiel: Stundentafel und Rahmenlehrpläne. Frau Ministerin, sehen Sie hier einen Ansatzpunkt zum Aufholen von Wissenslücken? Soll die Stundenanzahl für Kernfächer zeitlich befristet erhöht werden? Wie halten Sie es mit einer inhaltlichen Raffung der Rahmenpläne?
Können Inhalte gekürzt, gestrichen oder zusammengelegt werden? Laut einer VBE-Umfrage im Juni sieht gut ein Drittel der Lehrer das als gangbaren Weg. Unsere Antwort besteht darin, oder Ihre Antwort besteht darin, das LISUM über diese Aspekte entscheiden zu lassen und das Kerncurriculum festzulegen. Und zwar wieder einmal zentral für alle Schulen im Land. Unser Vorschlag wäre es, in diesem Fall die Lehrerkollegien und Fachbereiche darüber entscheiden zu lassen und die Prüfung im kommenden Jahr gegebenenfalls auch einmal dezentral durchzuführen, meine Damen und Herren. Die Lehrer kennen ihre Schüler am besten und könnten durch schulinterne Entscheidungen flexibel auf diese Ausgangslagen reagieren. Aber dafür muss man den Lehrern auch Vertrauen schenken, meine Damen und Herren. Drittens, Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Viele dieser Schüler hätten in den vergangenen Wochen und Monaten dringend die Unterstützung einer pädagogischen Unterrichtshilfe gebraucht. Die hatten sie nicht. Darum mussten sich ja schließlich die Eltern kümmern. Wie sieht es hier aus? Was planen Sie, damit diese Schüler nicht endgültig den Anschluss verlieren und abgehängt werden? Viertens, nächster Punkt, Thema Lehrer entlasten. Was planen Sie hier? Sie können ja wohl nicht behaupten, dass Ihre Politik dazu geführt hat, dass der Beruf attraktiver wurde. Die Heterogenität im Klassenzimmer wird massiv zunehmen, das wissen wir jetzt schon, das wissen wir schon seit heute und auch für die Zukunft. Ihre Antwort darauf ist weniger bürokratischer Aufwand für die Lehrer durch Reduzierung der Berichte im kommenden Schuljahr. Das glauben Sie doch wohl nicht selbst, Frau Ministerin. Wissen Sie, wie viel Zeitaufwand allein die Erhebung von Lernausgangslagen in Anspruch nimmt? Ich glaube, Sie wissen es nicht, weil Sie sowas noch nie in Ihrem Leben getan haben. Ich hatte vor einigen Wochen oder vor einigen Tagen mit Lehrern über das Thema Erhebung von Lernausgangslagen gesprochen. Die schlagen übrigens jetzt schon die Hände über den Kopf, weil sie genau wissen, was für Arbeit im nächsten Jahr wieder auf sie zukommen wird, die aus ihrer Meinung nach überflüssig ist. Wir hatten Ihnen zudem schon im letzten Bildungsausschuss vorgehalten, dass laut der LAIW-Studie 95% der Gymnasiallehrer, und da haben sich übrigens 20.000 Kollegen beteiligt an dieser Studie, Inklusion und Integration aufgrund der hohen Heterogenität der Klassen und des bürokratischen Aufwandes als Hauptursache für die zu hohe Arbeitsbelastung sehen. Vielleicht sollte man hier mal die Stellschraube drehen für das nächste Schuljahr. Der Deutsche Philologenverband hat eindringlich davor gewarnt, dass viele dieser Lehrer bereits vor Corona chronisch überlastet waren. Und dass jetzt in der Krise sich die Arbeitsbelastung für einen Großteil der Lehrer um knapp 60% auch noch erhöht hat. Was können Sie diesen Lehrern also bieten, damit diese ihnen nicht mittelfristig abspringen oder krank werden? Meine Damen und Herren, die Zeiten, in denen sich das Bildungsministerium als Zweigstelle des Gesundheitsministeriums präsentieren konnte, sind vorbei. Statt Ankündigungspolitik müssen jetzt Nägel mit Köpfen gemacht werden. Und ich rate Ihnen dringend, endlich in die Gänge zu kommen. Wir haben es gründlich satt, uns ständig mit Problemen herumschlagen zu müssen, die es ohne Sie von der Koalition gar nicht geben würde. Wir und die Schüler, Lehrer und Eltern haben das Recht darauf zu erfahren, Frau Ministerin, wie es nach den Sommerferien konkret weitergehen soll. Und wir wollen langfristige Lösungen und kein halbgares Stückwerk. Und wir wollen wissen, auf welcher Grundlage Sie Ihre Entscheidung treffen. Begründen Sie diese bitte hier auch mal im Parlament. Aber wenn Sie das nicht können und wenn Sie nicht die Kraft aufbringen, um gute Entscheidungen für dieses Land zu treffen, dann schreiben Sie uns an. Unsere E-Mail-Adresse haben Sie ja bereits, unsere Serviceleistung haben Sie auch schon mal in Anspruch genommen. So, und jetzt warte ich auf Ihren Redebeitrag. Ich bin gespannt, was heute gesagt wird. Herzlichen Dank. Danke, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Ich versuche mal, das, was hier gerade entgegengebracht wurde, mal nach und nach zusammenzufassen, vielleicht erstmal in Richtung der SPD. Frau Poschmann, wenn das mal wieder alles war, was Sie zu sagen haben, mehr als inhaltlos war es ja nicht. Das schließt sich genau an die Reden von gestern an. Das ist also alles, was die SPD-Fraktion zum Thema Bildung beizusteuern hat. Herzlichen Glückwunsch. Dann wissen wir ganz genau, wohin die Reise geht. Sie haben mir außerdem vorgeworfen oder uns vorgeworfen, wir hätten keinen konstruktiven Blick nach vorn gebracht, sondern wir hätten hier nur kritisiert und gemeckert. Dann sollten Sie der Rede vielleicht mal folgen, die ich hier vorne vortrage. Ich habe sogar eingangs gesagt, wir kritisieren und wir geben Vorschläge. Die Vorschläge haben Sie übrigens auch im Bildungsausschuss gehört. Sie haben ja sogar teilweise mal Nachfragen gestellt, was mich verwundert hat. Und da kann ich natürlich, muss ich ganz ehrlich sagen, da verwahre ich mich vor solchen Aussagen. Wir haben ganz klar Vorschläge geliefert und wir haben das immer wieder getan. Und wenn Sie sagen, langfristige Planungen wären nicht möglich gewesen, die Frau Ministerin hat das ja auch gesagt, andere Länder haben es hinbekommen, seit Anfang April langfristig zu planen für das nächste Schuljahr. Da wäre Brandenburg nicht allein gewesen. Andere Länder in Europa haben das geschafft, wie ich auch gestern in meiner Rede schon erwähnte. Und vielleicht auch noch mal zu den konstruktiven Aufgaben. Wir haben das alles, die Vorschläge, die wir unterbreitet haben, mit drei Abgeordneten und einem Referenten gestimmt. Die Vorschläge kamen alle schon Anfang April. Auf die einzelnen Punkte, auch Hygieneplan, die Pressemitteilung werde ich gleich eingehen. Aus den anderen Fraktionen kam da nicht viel.
auch nicht von der Linken. Und ich frage mich, was ein Ministerium mit einem Stab von Beamten in der Zeit überhaupt nicht schafft, was eine Fraktion mit einem Mitarbeiter und drei Abgeordneten schafft. Das ist schon sehr erstaunlich, meine Damen und Herren. Und vielleicht noch mal zu Ihnen, Frau Dannenberg. Eigentlich wollte ich zu Ihnen gar nichts sagen, aber Sie haben ja so viel Dinge erzählt, die nicht ganz der Wahrheit entsprechen. Wir seien nicht an konstruktiver Arbeit interessiert gewesen. Also dann waren Sie wahrscheinlich auch nicht im Bildungsausschuss, als wir beide, Sie und ich, permanent Nachfragen gestellt haben oder Dinge vorgestellt haben. Ich kann mich allerdings nur an zwei Hauptforderungen von Ihrer Partei erinnern. Und zwar, Sie wollten keine Noten fürs Schuljahr und Sie wollten keine Prüfung. Passt genau ins Bild, denn Leistung und Leistungsanspruch ist kein Merkmal Ihrer Partei. Das haben Sie heute nämlich auch wieder hier bewiesen. Sozialistische Bildungspolitik bedeutet anscheinend, alle sollen genauso wenig wissen wie die anderen. Das ist sozialistische Bildungspolitik aus Ihrer Sicht. Dann vielleicht noch korrekt. Wir setzen auf Leistung. Wir setzen nicht auf Leistungsdruck. Wir setzen aber auf Leistungsvermittlung. Das ist ein Grundbaustein für Bildung schon immer gewesen in den letzten Jahrtausenden. Das geht bis an die Antike zurück. Das ist eine Erfolgsgeschichte, dass Bildung etwas mit der Vermittlung von Wissen und Leistung zu tun hat. Und wenn Sie das leugnen, ist das Ihre Sache. Wir sind ganz froh, dass Sie nicht das Bildungsministerium leiten. Dann vielleicht noch selbstständig lernen Schüler auch außerhalb der Schule. Dazu hätte es nun wirklich keiner Studie bedarf. Also da hätten Sie sich auch hinstellen können, das sagen können, das hätte Ihnen jeder geglaubt. Und da führen Sie jetzt auf einmal dieses freizeitpädagogische Angebot der Landesregierung auf, das Sie noch so harsch kritisiert haben im Ausschuss. Also anscheinend scheint sich Ihre Meinung auch mit dem Wind zu drehen. Ich möchte vielleicht mal auf dieses freizeitpädagogische Angebot kurz eingehen. Am 20.05. hat die AfD sich als erstes nach dem Thema Sommerschulen erkundigt. Da hatte man noch keine Ahnung im Bildungsministerium. Am 4.06. in der nächsten Ausschusssitzung haben wir nochmal nachgefragt. Da gab es auch keine Eckpunkte. Da wurde gesagt, es gäbe irgendwann ein freizeitpädagogisches Konzept. Was da drin steht, konnte uns auch wieder nicht gesagt werden. Am selben Tag legte Schleswig-Holstein ein Bildungsprogramm für die Sommerferien übrigens schon auf. Es geht also, dass man früher und rechtzeitig plant. Es hat anscheinend nur in Brandenburg nicht richtig funktioniert. Dann vielleicht noch zu diesem freizeitpädagogischen Konzept, was Sie dann auf einmal nach der Ausschusssitzung vorgestellt haben. Im Landeskinder- und Jugendausschuss. Zum Glück haben wir ja ein Mitglied, das Sie uns gewährt haben im Ausschuss. Da war ganz klar, die Träger wussten zu dem Zeitpunkt von nichts. Sie wurden nicht vom Ministerium informiert und das passt genau in diese Pannenserie rein, die Sie die letzten Monate hier vollzogen haben. Jetzt sollen die Träger das ausbaden, was Sie in den letzten Monaten verschlafen haben. Ganz tolle Politik. Und vielleicht noch mal was zu Ihnen, Frau Dannenberg. Natürlich lässt sich Leistung ermitteln, wir machen das ständig. Es gibt unter anderem die PISA-Studie dazu, es gibt ganz andere Studien. Selbst das IFO-Institut hat ausgerechnet, dass ein Viertel Ausfall eines Schuljahres teilweise zu 3 bis 4% weniger Einkommen im Jahr führen kann. Das sind alle Studien, die sich auf Daten und Fakten beruhen und die sollte man vielleicht vorher mal gelesen haben. Vielleicht jetzt noch mal zur CDU, Herr Hoffmann. Sie haben der Rede gestern wohl auch nicht richtig zugehört. Ich habe eingangs sogar erwähnt, dass wir uns am Anfang für die Schulschließung ausgesprochen haben. Das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Ich habe auch gesagt, Frau Ernst, dass die Vorschläge, die wir unterbreitet haben, unter anderem auch der Hygieneplan, Vorschläge waren, die man diskutieren kann. Deswegen haben wir sie ja auch rumgeschickt. Es kam aber keine Kritik. Es wurde auch nicht im Bildungsausschuss diskutiert. Da sind wir offen und ehrlich gewesen. Ich habe gestern gesagt, niemand konnte diese Krise zum Anfang einschätzen. Deswegen haben wir gesagt, Schulen zu, das haben wir mitgetragen. Wir haben auch alle anderen Entscheidungen hier im Landtag mitgetragen, da können Sie uns nichts vorwerfen. Wir haben danach die Datengrundlage erfasst und sind zu anderen Erkenntnissen gekommen, haben diese Vorschläge unterbreitet. Sie sind nicht darauf eingegangen, haben diese Datengrundlage anscheinend nicht gelesen und haben Ihren Kurs fortgeführt. Vielleicht jetzt noch mal zu Herrn Wieder. Natürlich beharren wir auf unser Recht, die aktuelle Stunde und das Thema zu setzen, das wir gesetzt haben. Das ist unser gutes Recht. Und ich möchte auch mal sagen, dass wir es auch irgendwann leid sind, unsere Themen immer abgekupfert irgendwo anders zu sehen. Beispiel Konzeptvorschläge, Beispiel Antrag Berufsschullehrerausbildung kam auch 2 Monate vorher von der AfD. Ist dann auch fast zu 90% derselbe Inhalt gewesen im Antrag der Koalition, der dann beschlossen wurde. Dann kopieren Sie noch frech in der PGF-Runde, Herr Keller, das Thema Bildung in der aktuellen Stunde. Und deswegen haben wir das Thema ja auch gesetzt. Und ganz zum Schluss, Frau Ministerin Ernst, ich habe nie, und das möchte ich hier noch festhalten, auch wenn die Redezeit schon vorbei ist, ich habe nie die Arbeit meiner Kollegen diskreditiert. Auch wenn Sie das immer wieder behaupten, im Ausschuss, hier im Plenum, es wird durch Wiederholung nicht wahr. Ich habe Ihr politisches Vollversagen kritisiert. Die Lehrer in Brandenburg leisten eine hervorragende Arbeit unter den schlechten Rahmenbedingungen, die Sie ihnen zukommen lassen. Danke. Also Herr Sturm, ich wollte Ihnen eigentlich nur eine Frage stellen, aber jetzt bin ich geneigt, doch mal auszuholen.
Ich bezeichne mich nicht als Pädagoge, sondern ich habe ein Studium absolviert, ich habe ein erstes und zweites Staatsexamen, habe ein paar Jahre als Lehrer gearbeitet. Ich bin also Pädagoge. Und wenn Sie auf meine Tätigkeit als Lehrer abzielen, die Sie hier überhaupt nicht einschätzen können, dann zeigt das einfach Ihr moralisches und geistiges Niveau. Das ist so weit im Keller und das ist echt eine Blamage. Und ich möchte auch noch mal darum bitten, dass, wenn Sie hier Abgeordnete ansprechen, dass Sie hier nicht mit A durchs Parlament brüllen. Sie sind Fraktionsvorsitzender. Das hier ist angeblich für Sie ein hohes Haus. Da gibt es gewisse Sprachregelungen, an die man sich halten sollte. Und vielleicht noch mal, kann Ihnen der Pädagoge auch ein bisschen Nachhilfeunterricht geben? Ich weiß nicht, ob Sie es in Ihrer Schulzeit nicht verstanden haben. Natürlich kann man Abschlussklassen als erstes in die Schule schicken. Man kann aber auch gleichzeitig die Grundschüler in die Schule schicken, weil es handelte sich hierbei um die 10. und die 12. beziehungsweise um die 13. Klasse. So, das hat mit der Grundschule nichts zu tun. Die Abschlussklassen, die 6. Klassen, bekommen ihr Zeugnis, mit dem sie sich bewerben, im ersten Halbjahr. Das erste Halbjahr war schon vorbei. Deswegen tut es gar nicht Not, in der Grundschule nur die 6. Klassen in die Schulen zu schicken. Sie überfrachten auch nicht die Räumlichkeiten, weil eine Grundschule meistens getrennt von einer Oberschule ist. Aber vielleicht sind Sie schon zu lange raus, deswegen habe ich Sie noch mal in Erinnerung gerufen. Herr Abgeordneter Stuhn, möchten Sie darauf erwidern?